Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Und in dieser Folge soll es mal wieder um etwas versteckte Features von den Schaltmodulen gehen. Letztes Mal hatten wir das mit dem Auto-Reset und diesmal geht es um sogenannte virtuelle Schalter. Ja, ich habe dazu mal eine ganz einfache Konfiguration wieder vorbereitet, und zwar soll das im Grunde genommen ein Schaltmodul oder mehrere Schaltmodule darstellen, die eine bestimmte Lichtsituation herstellen können. Schauen wir uns das hier mal auf der linken Seite an. Da habe ich einfach mal vier verschiedene Lampen, oder Beleuchtungsfunktionen aufgesetzt. Einmal L1 mit dem Schalter SA. Wenn ich SA bewege, könnt ihr auch sehen, wie also dann der Zustand sich hier ändert, wenn ich das SA verändere. Ja, natürlich geht es auch wie immer über den Touchscreen. Ich gehe jetzt mal hier, Fullscreen bin ich schon. Ich kann hier also einschalten oder ausschalten oder einen anderen Blinkmodus einstellen. Ja, ganz normal. Ich schalte es wieder aus. Dann habe ich noch eine Lichtfunktion L2. Die geht zu schalten über SB. Können wir auch mal machen. Ups, jetzt habe ich das Fenster verschoben, das wollte ich gar nicht. So. Gut. Und dann das gleiche Spiel nochmal mit L3 und L4. L3 und L4 sind gar keine physischen Schalter jetzt zugeordnet, sondern die sind einfach nur direkt über den Touchscreen zu schalten. Ja, also haben wir vier verschiedene Lampen, die wir ein- und ausschalten können. Entweder mit physischen Schaltern oder nur mit den Buttons über den Touchscreen. Ja, wenn man sich das vorstellt, dass das eine Beleuchtungssituation an einem Mast ist oder vielleicht an einem Flugdeck oder so etwas mit verschiedenen Strahlern oder Lampen, dann gibt es sicherlich auch die Anwendung, dass man eine bestimmte Gruppe von Lampen auf einmal anmachen möchte. Und wenn man das mit einzelnen Schaltern, so wie ich jetzt hier realisiert hätte, dann würde das ja bedeuten, dass man dann gewissermaßen zu Fuß alle diese Schalter hier einschalten muss, damit ja diese Beleuchtungssituation eben hergestellt wird. Und genau für diesen Zweck gibt es die sogenannten virtuellen Schalter. Der Name ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Man sollte es vielleicht dann eher Schaltergruppen nennen, denn virtuell ist der Schalter sowieso, weil er sich auf dem Touchscreen hier befindet. Aber einen solchen virtuellen Schalter oder Schaltergruppe habe ich jetzt hier mal eingerichtet mit L1-2, und dann kommt automatisch dieses Hash-Symbol dann dahinter. Das ist die Nomenklatur dafür, dass es sich dabei um einen virtuellen Schalter oder eine Schaltergruppe handelt. In dem Fall habe ich den Namen so gewählt. L1-2 soll also bedeuten, dass wenn ich hier auf einschalte, bezieht sich das auf die beiden Lichtschalter L1 und L2. Ich löse das jetzt mal aus, indem ich hier auf das Scrollrad wieder drauf drücke, und dann seht ihr, dass also im Grunde genommen alle drei Zeilen, also der virtuelle Schalter und auch die beiden echten Schalter, auf eingehen. Oder ich kann es natürlich auch für jeden anderen Zustand machen oder auch wieder ausschalten. Wenn das mal eingeschaltet ist, dann kann ich natürlich über die einzelnen Funktionen auch einzelne Teile wieder wegnehmen, wenn ich diesen Zustand haben möchte, oder ich kann jederzeit auch wieder auf einen anderen schalten. Ja, und entsprechend mit L123 habe ich das auch mal gemacht. Da sind also jetzt die Lichtschalter L1, L2, L3 zugeordnet. An dem Hash-Symbol, was hinten dran ist, seht ihr wieder, dass das oder zeigt die Software das automatisch an, dass das ein sogenannter virtueller Schalter ist. Und wenn ich den jetzt hier meinetwegen auf Blink 1 setze und das auslöse, dann sind alle jetzt auf diesem Zustand, und ich kann das natürlich genauso auch wieder ausschalten. Also von der Bedienung her denke ich relativ einfach. Von der Konfiguration ist es auch relativ einfach. Man muss einfach nur konfigurieren, was soll dieser virtuelle Schalter, beispielsweise L123,
was soll dieser virtuelle Schalter dann alles betätigen. Und es ist ganz egal, auf welchem Modul sich welche Funktion befindet. Man kann alles auswählen, was zur Verfügung steht, also irgendeine x-beliebige von den 8 Funktionen auf irgendeinem der x-beliebigen 8 möglichen Schaltmodule. Okay, schauen wir uns das in der Konfigurationsdatei einmal kurz an. Ich habe jetzt wieder hier die Wurzel der SD-Karte. Dort gibt es dann das Verzeichnis @lua. Da gehen wir rein. Dort gibt es dann wieder das Verzeichnis Models, wo die modellspezifischen Konfigurationen drin sind. Soweit kennt ihr das schon. Und da gibt es jetzt eine Datei, die heißt virt.lua. Das ist ein Beispiel, was ich für euch jetzt dabei tue, in diese ganzen Skriptdateien. Und wenn euer Modell virt heißt, also V-I-R-T, so wie bei mir, dann wird auch diese Konfigurationsdatei benutzt. Ich zeige euch das gerade auch nochmal hier. Beim Modell, das heißt also jetzt V-I-R-T, und das bedeutet, dass diese Konfigurationsdatei dann angezogen wird. Gut, schauen wir da rein. Das ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend. Wir haben also hier zunächst einmal die beiden normalen Lichtschalter L1 und L2 betätigt einmal bei Modul 1 Funktion 1 und L2 betätigt dann bei Modul 1 Funktion 2. Und jetzt haben wir hier L1.2 und da taucht jetzt hier auf virtuell. In diesem Fall ist kein Schalter zugeordnet. Man hätte einen Schalter zuordnen können, ist aber jetzt hier nicht gemacht. Das Entscheidende ist jetzt dieses Virtual und das ist wieder eine Tabelle. Und in dieser Tabelle sind einfach die Pärchen von Funktionsnummer und Modulnummer derjenigen Funktionen aufgelistet, die davon betroffen werden sein sollen. Also in diesem Fall Funktion 1 in Modul 1, upsala, Funktion 1 in Modul 1 und Funktion 2 in Modul 1. Das sind also genau die beiden hier oben. Das Hash-Symbol ist hier hinter dem Namen nicht. Das macht die Software automatisch, um euch anzuzeigen, dass es sich dabei um einen virtuellen Schalter handelt. Dann erscheint dieses Hash-Symbol hinter dem Namen einfach nur auf der Bedienoberfläche. Ja, und das Gleiche haben wir jetzt hier für L1, 2, 3. Auch hier virtuell. Und dann kommt die Tabelle mit den ganzen Pärchen für die Definition der einzelnen Schaltfunktionen. Ja, das war es eigentlich schon. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr findet eben dieses Beispiel auch in der Sammlung der ganzen Konfigurationsdateien unter Models in dem Verzeichnis @lua, wenn ihr euch das alles auf eure SD-Karte des Senders kopiert. Um volle Bedienungsfreundlichkeit zu haben, braucht ihr natürlich einen Sender mit Touchscreen. Ich will das nochmal wiederholen, aber es geht natürlich auch auf einem Sender ohne Touchscreen. Also Touchscreen heißt ja, ich kann hier im Fullscreen-Modus, kann ich hier das bedienen, indem ich da drauf tippe. Jetzt bin ich nicht mehr im Fullscreen-Modus. Jetzt erreichen die Touch-Events dieses Widget gar nicht. Aber die Software ist so geschrieben, dass ich beispielsweise hier über die Trim-Buttons T5 Up and Down oder T6 Up für Select auch navigieren kann. Ich mache das kurz nochmal, nicht dass das in Vergessenheit gerät, wenn ich jetzt also hier T5 nach unten selektiere. Ihr seht, dann geht dieser blinkende, der aktive Cursor, der geht dann von Element zu Element, von Zeile zu Zeile. Und wenn ich jetzt hier drauf stehe, auf dem letzten hier L3, dann kann ich das nach wie vor über Trim-Button 6 nach oben selektieren. Das ist jetzt hier selektiert. Oder machen wir es mal für so einen virtuellen Schalter, den gehe ich dort in die entsprechende Zeile, Blink 2, oder machen wir es Blink 1, weil davon ist noch gar nichts eingeschaltet. Für L1, 2, 3, also jetzt müsste, wenn ich hier Trim 6 Select
betätige, das ist der hier oben, dann müsste also bei L1, L2 und L3 müsste das Unisono auf Blink 1 schalten. Da seht ihr, dass das jetzt dort selektiert ist. Also die Bedienung geht nach wie vor auch ohne Touchscreen, wenngleich es natürlich mit Touchscreen komfortabler ist als ohne. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal.